Das vergesse ich Ihnen aber nie, dass Sie Wort gehalten haben. Was machen denn die glühende Nase? Glühende Nase? Ach so, nein, nein, heute ist alles herrlich. Das ist eine eigene Komposition für unseren jungen Künstler. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Ich habe das alles für ihn arrangiert. Es ist sein erstes Auftreten in der Öffentlichkeit. Ich bin ganz trocken im Hals. Gibt's wie mein Herz klopft. Ich habe ein entsetzliches Lampenfieber. Nein, das ist normal, das kriegt man. Ja. Der berühmte Dr. Blank? Ich wollte auch schon zu Ihnen die Sprechstunde kommen, Doktor. Sind Sie krank? Nicht direkt, aber Sie sind doch so ein guter Arzt. Sie werden schon irgendetwas finden. Bei dir findet er bestimmt etwas. Psst, jetzt kommt eine herrliche Stelle. Zweifel. Ich habe Ihnen ja auch mal mitgebracht. Was? Ach ja, danke. Alles lässt sie liegen. Dabei kann sie nicht leben, wenn sie nicht aussieht wie die Auslage eines Juweliergeschäftes. Gnädige Frau, was gibt es denn? Doktorchen, ich bin verzweifelt. Mein Mann will, dass ich ihn morgen nach Paris begleite. Natürlich fliegt er wieder. Ich kann nicht fliegen, ich vertrage es einfach nicht. Dieses ewige Auf und Ab und diese entsetzlichen Luftlöcher. Was sagen Sie? Das Mittel? Ja, das muss ich doch noch irgendwo haben. Lucy? Lucy? Wie heißt es denn? Vasano Perim... Na, danke schön, ich such's dann schon selbst. Also, langsam im Munde zergehen lassen, tief atmen. Ja, ich werde schlucken. Ach, ist das ein Glück, dass ich Sie habe, Doktorchen. Tausend Dank. Sie glauben also wirklich, ich kann es riskieren? Natürlich können Sie es riskieren. Wann fliegen Sie denn? Morgen früh um 10. Gut. Auf Wiedersehen. So, meine Frau, kommen Sie. Geben Sie mal das Wasser. Das wird Sie beruhigen. Ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst. Schließlich ist ja keinem was passiert. Nicht mal Shishi. Nichts passiert, ist ja reizend. Naja, auf euch hat er ja auch nicht geschossen. Aber auf mich, Doktorchen. Ununterbrochen auf mich. Ich bin vollkommen tot. Wir haben doch Glück gehabt, meine Frau. Er hat sie ja nicht getroffen. Ja, aber dieses Brrrr von dem Maschinengewehr, das geht mir nicht aus den Ohren. Und das Flugzeug macht genauso. Lulu, nimm dich zusammen. Wir müssen trotzdem nach Paris. Über 30 Gäste haben wir eingeladen. Die kann ich doch nicht ohne meine Frau empfangen. An dem Empfang hängt mehr als an dem ganzen dämlichen Überfall. Wenn Sie jetzt ruhig liegen bleiben, können Sie heute Abend unbesorgt fliegen. Schließlich werden wir ja nicht zum zweiten Mal überfallen. Du hast ja nichts mehr. Na, etwas habe ich noch. Ach, Doktorchen, wenn Sie doch mitkommen können. Herr Blank, großartig, ich lade Sie ein. Sehr liebenswürdig, aber ich glaube, es wird nicht gehen. Ach was, Sie machen einfach Ihren Laden zu. Ist jemand von der Polizei da? Er soll sofort heraufkommen. Es regt dich doch nur wieder auf. Ach, was aufregen, du bist nicht energisch genug. Ihm ist es ganz egal, was mit meinem Schmuck geschieht. Schon beim Überfall hat er nicht mal Piep gemacht. Piep soll ich machen, wo der Schmuck versichert ist. Herr Dakar, Kommissar Beerbohm. Bitte schön, Herr Kommissar, das ist Herr Dr. Blank. Wir kennen uns. Ja. Haben Sie den Schmuck? Leider nein. Das Auffinden des Autos hat uns leider nicht weitergebracht. Wir konnten noch nicht einmal den Fahrer identifizieren. Ja, aber das verstehe ich nicht. Der Koffer war doch im Wagen. Ja, vielleicht wurde durch den Aufprall rausgeschleudert. Aber man sucht doch noch. Ja, und ob. Und solange die Polizei sucht, können wir doch ganz unbesorgt sein. Ja, die halbe Stadt steht hier am Fluss und angelt. Na, Kunststück bei der Belohnung. Der Schmuck bedrückt mich auch am wenigsten. Wieso denn? Na, im Inland ist er nicht zu verkaufen und die Grenzen werden scharf überwacht. Na, also. Nee, Frau, wann geht Ihr Flugzeug? Wann geht's denn, Liebling? Heute Nachmittag, 4.10 Uhr. Wenn ich noch was für Sie tun kann, Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen können. Ach, danke, Doktorchen. Das beruhigt mich aber sehr. Wenn Ihre Klinik mal pleite macht, werden Sie Leibarzt bei meiner Frau. Da haben Sie eine Lebensstellung. Ich hoffe, dass ich auf Ihr Angebot nicht zurückzukommen brauche. Herr Kommissar? Ja.